Die 14. Staffel von Germany's Next Topmodel ist gerade vorbei und Heidi Klum hat zuvor bereits angekündigt, dass sie insgesamt 20 Jahre GNTM machen möchte. Das bedeutet, 2025 ist wohl Schluss für die Chefjurorin. Doch wie geht es danach weiter? Wir haben einige ehemalige Teilnehmerinnen bei der GNTM Experience in Düsseldorf gefragt, wen sie denn für die perfekte Nachfolgerin von Heidi halten. Ich glaube, es wird Lena Gerke oder Stefanie. Eine von beiden, die wird das machen. Ja, also ich glaube, Lena Gerke hat ja auch schon mal Austria's Next Topmodel, oder? Hat sie das schon mal moderiert? Also sie wurde schon mal ein bisschen darauf vorbereitet. Und deswegen glaube ich, dass sie da gut reinpassen würde. Und sie war ja auch so die Erste, die gewonnen hat. Also muss sie eigentlich auch das so weiterführen. Wer kann Heidi Klum toppen? vielleicht die Erstplatzierte von der allerersten Staffel. Also ich tippe auf Lena Gerke. Oh, da gibt es bestimmt einige, die da Nachfolger sein könnten. Stefanie Giesinger oder halt auch eben Lena Gerke. Also da gibt es ja einige Gewinnerinnen zum Beispiel, die das übernehmen könnten, denke ich. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Lena Gerke eigentlich den Job auch perfekt übernehmen kann. Sie ist die erste Gewinnerin. Sorry. Sie hat auch sehr viel Erfahrung gesammelt und ist ja immer noch aktuell und ist auch immer noch am Modeln und immer noch am Machen. Und ich glaube, sie würde da auch perfekt reinpassen. Aber ich muss sagen, wenn es weitergeht, dann kann ich mir sehr gut Lena Gerke vorstellen. Ich glaube, sie wird auch dafür schon so ein bisschen vorbereitet. Sie macht es ja auch schon sehr, sehr lange, diese Moderationsschiene. Ja, Lena Gerke vielleicht, weil ja, die hat ja jetzt schon viel Fernsehpräsenz und auch so, würde ich ihr auf jeden Fall gönnen auch. Ja, also es würde Sinn machen natürlich, ne? Lena Gerke gerade als erste Gewinnerin, mittlerweile auch erfolgreiches Model in Deutschland. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es keiner so gut kann wie Heidi. Ich meine, Heidi hat nicht nur die Erfahrung, sie hat diese Show erschaffen. So, sie ist das Herz und die Seele dieser Show und ohne sie, ich glaube, das wird nichts. Bis auf vereinzelte Stimmen für Stefanie Giesinger sind tatsächlich alle für Lena Gerke. Ob es am Ende so kommen wird, es bleibt spannend.